Mein Name ist Christian Janssen. Ich bin der Projektleiter für das LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Dieses schwimmende Terminal dient dazu, aus verflüssigtem Erdgas wieder gasförmiges Erdgas zu machen. Das Flüssigerdgas kommt aus verschiedenen Quellen weltweit und es wird hier per LNG-Tanker angeliefert. Wir gehen bei Projekten dieser Größenordnung davon aus, dass man mindestens 5 Jahre braucht. Wir rechnen ein Jahr Planungszeit, ungefähr 1 Jahr für die Genehmigung und dann 3 Jahre für Beschaffung und Errichtungsmaßnahmen. Hier ist es uns gelungen, innerhalb von 10 Monaten ein Projekt dieser Größenordnung umzusetzen. Wir haben als Uniper festgestellt, dass wir einen großen Beitrag für die Versorgungssicherheit Deutschlands leisten können. Und insofern waren alle Beteiligten an dem Projekt, seien es nun Uniper-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Behörden, Auftragnehmer und Lieferanten, extrem motiviert, in dieser kurzen Zeit das Projekt auch zu realisieren.